Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Lernvideo über Question Tags in allen Zeiten. Falls du nicht weißt, wie Question Tags gebildet werden, solltest du dir das Lernvideo zu Question Tags vorher ansehen. Dort erfährst du, wie sie gebildet werden, was sie überhaupt sind und wie man sie im Simple Present verwendet. Nun aber dazu, wie man sie in allen Zeiten verwendet. In den meisten Zeiten gibt es ein Hilfsverb. Und dann muss man das erste Hilfsverb benutzen, um den Question Tag zu bilden. You have cleaned the window, haven't you? Hier ist have das erste Hilfsverb. Und dieses wird benötigt. Es wird verneint zu haven't. Und damit haben wir unseren Question Tag. Ein weiteres Beispiel. Tommy is going to spend the summer in England, isn't he? Hier ist das erste Hilfsverb is. Und das wird verneint zu isn't. Im Simple Past haben wir in der Regel keine Hilfsverben. Daher benötigen wir wie im Simple Present das Verb to do. Im Simple Past also did oder didn't. Ein Beispiel dafür: You drove to London last week, didn't you? Da der Satz hier also nicht verneint ist, muss der Question Tag verneint sein. Daher benötigen wir didn't. Jetzt kannst du eigentlich Question Tags in allen Zeiten bilden. Auch wenn wir die hier nicht alle Zeiten aufgelistet haben, doch du musst immer nur das erste Hilfsverb benutzen. Wir wünschen dir jetzt viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben.